Du gehst ziemlich spät am Abend nach Hause. Es hat geregnet und jetzt ist die Luft frisch und feucht. Und dann siehst du ihn, einen Regenbogen. Aber es ist Nacht. Ist er überhaupt echt? Nun ja, denn es ist ein lunarer Regenbogen auch als Mondregenbogen bekannt. Mondregenbögen sind ebenso cool wie selten. Sie entstehen, wenn das Licht durch Wassertröpfchen in der Luft gebrochen wird, so wie es bei einem normalen Regenbogen der Fall ist. Aber die Lichtquelle ist in diesem Fall eine andere. Du hast sicher schon erraten, dass es der Mond ist. Oder besser gesagt, das vom Mond reflektierte Sonnenlicht. Da Mondregenbögen in der Nacht entstehen, wenn viel weniger Licht vorhanden ist, sind sie viel schwieriger zu erkennen. Oft sieht ein Mondregenbogen wie ein blasser weißer Ring aus. Das liegt daran, dass das Licht normalerweise so schwach ist, dass die Zapfenrezeptoren in den menschlichen Augen die Farbtöne nicht erkennen können. Außerdem behaupten Experten, dass die Helligkeit der Farben von der Größe der Wassertröpfchen in der Luft abhängt. Je kleiner sie sind, desto weniger leuchtend sind die Farben. Wenn du einen Mondbogen sehen willst, solltest du eine Nacht wählen, in der der Mond am vollsten ist, zum Beispiel während einer Vollmondphase. Außerdem muss der Mond tief am Himmel stehen und darf nicht von Wolken verdeckt sein. In den USA kann man Mondbögen in der Nähe von Wasserfällen sehen, zum Beispiel an den Niagara-Fällen, im Yosemite-Nationalpark und an anderen Orten. Aber nicht nur in der Nacht nach dem Regen kann man faszinierende Naturphänomene beobachten. Schau dir zum Beispiel diese Eisstalaktite an. Das sind hohle Eiszapfen, die auch als Unterwasserstalaktiten bekannt sind. Sie bilden sich, wenn kaltes Salzwasser unter den richtigen Bedingungen gefriert. Dann können die Eiszapfen den Meeresboden erreichen und sich dort festsetzen. Sie können sogar einige sich langsam bewegende Unterwasserbewohner wie Seesterne einfrieren. Das nächste Phänomen ist sogar noch gefährlicher als die Salzsäulen. Erdfälle entstehen, wenn Wasser, das durch den Kontakt mit Pflanzen oder Kohlendioxid sauer geworden ist, weiche Gesteinsarten wie Gips oder Kalkstein erodiert. Dadurch bildet sich eine tiefe unterirdische Höhle, die sich eines Tages überall öffnen kann. Sogar unter deinem Haus. Ein solches Sinkloch tat sich in New York City auf. Es riss einen geparkten Lieferwagen in die Erde. Es geschah im Sommer 2022. Und es war nicht das einzige Erdloch, das in dieser Gegend auftauchte. Die Anwohner berichteten von rund 4000 Senkgruben in der ganzen Stadt. Solche Probleme ist auch in Florida sehr verbreitet. Und es ist viel ernster, als es vielleicht klingt. Sinkholes öffnen sich plötzlich und reißen alles und jeden mit, der sich in der Nähe befindet. Sinklöcher treten überall auf der Welt auf und sind somit ein globales Problem. Sie sind völlig unvorhersehbar und bilden sich ohne Vorwarnung. Ein weiterer Grund für ihre Entstehung könnten große Grundwasservorkommen sein. Während Dürreperioden trocknet dieses Wasser aus. Dadurch entstehen große, leere Kavernen. Nach starken Regenfällen kann die Oberfläche über einer solchen Höhle zusammenbrechen und innerhalb von Minuten ein Erdfall bilden. Dieses Phänomen ist viel schöner und weit weniger gefährlich als Erdfälle. Schau dir nur diesen Strand an. Glüht er etwa? Deine Augen täuschen dich nicht. Dieses Phänomen kann man überall auf der Welt beobachten. Es wird durch Phytoplankton im Wasser verursacht. Es gibt Licht ab, wenn es durch Wellenbewegungen und Strömungen gestört wird. Diese spezielle Art von Phytoplankton leuchtet blau und verwandelt den Ozean in eine gigantische Lavalampe. Gleichzeitig würdest du dich wahrscheinlich angewidert fühlen, wenn du es tagsüber sehen würdest. Denn die dicke, sichtbare Schicht des Planktons nahe der Wasseroberfläche sieht nicht, nun ja, schön aus. Wasserhosen sind auch als Seetornados bekannt. Sie treten über warmen Meeresgewässern auf. Wasserhosen sehen aus wie trichterförmige Wolken, die vom stürmischen Himmel herabreichen. Die meisten von ihnen saugen kein Wasser an. Sie sind eher schwache, rotierende Luftsäulen, die über der Wasseroberfläche schweben. Einige Wasserhosen beginnen als Tornados auf dem Festland. Dann ziehen sie in Richtung eines Gewässers und verwandeln sich in schwere Gewitter mit Hagel, starken Winden und Blitzen. Im Sommer kann man in Wäldern auf der ganzen Welt ein schwaches, unheimliches Leuchten sehen, das Foxfire, also falsches Feuer, genannt wird. Es mag mystisch und ein wenig unheimlich aussehen, aber die Natur dieses Leuchtens ist sehr einfach. Es wird von biolumineszenten Pilzen erzeugt, die auf feuchter, verrottender Rinde wachsen. Man findet viele dieser Pilze in den Tropen, wo feuchte Wälder ihr Wachstum fördern. Deine Chancen, einige dieser magischen Pilze zu sehen, erhöhen sich, wenn du in der feuchtesten Jahreszeit auf die Jagd gehst. Du solltest dich aber so weit wie möglich von künstlichen Lichtquellen entfernen. Andernfalls wirst du dieses schwache Leuchten nicht entdecken können. Und wenn du einen findest, nee,
Tu das nicht. Das ist nicht die Art von Pilz. Feuerregenbögen sind ein weiteres Phänomen, das im Sommer auftritt. Sie entstehen, wenn das Sonnenlicht mit gefrorenen Eiskristallen in hochgelegenen Wolken interagiert. Interessanterweise braucht es für die Entstehung eines Feuerregenbogens keinen Regen. Deshalb nennen Wissenschaftler dieses schöne Naturphänomen lieber mit seinem offiziellen Namen Zirkumhorizontalbogen. Dieser Bogen entsteht, wenn die Sonne sehr hoch am Himmel steht und es eine besondere Art von Wolken gibt. Aus diesem Grund sieht man Feuerregenbögen eher in der Nähe des Äquators. Mit anderen Worten, in Los Angeles kann man sie 6 Monate im Jahr sehen, während dieses Zeitfenster in nördlicheren Städten wie London nur 2 Monate beträgt. Schau dir diese süße Rolle an. Sie sieht handgemacht aus. Aber eigentlich ist es ein natürliches Phänomen, die Schneerolle. Sie entstehen, wenn eine dicke Neuschneeschicht eine Eisschicht bedeckt. Wenn die Temperatur und die Windgeschwindigkeit genau richtig sind, löst sich ein Teil des Schnees und beginnt zu rollen. Während er rollt, nimmt er weiteren Schnee auf und endet als großer Schneedonut. Die Bedingungen, unter denen diese Gebäckstücke entstehen, müssen sehr präzise sein. Deshalb sind sie auch recht selten. Bist du jemals die Stufen des Giant's Causeway in Irland hinaufgestiegen? Sie sehen wirklich so aus, als wären sie von Menschenhand geschaffen worden. Tatsächlich aber ist diese absolut beeindruckende Formation natürlich und hat einen wissenschaftlichen Namen: Säulenbasalt. Diese meist sechseckigen Säulen sind vulkanischen Ursprungs. Sie entstehen, wenn Lava sehr schnell abkühlt, sich zusammenzieht und verschiedene Risse in der Oberfläche des neuen Gesteins bildet. Schau jetzt in den Himmel. Schnell! Dieses Phänomen ist extrem selten. Hast also großes Glück, es zu sehen. Diese Wolken werden Asperatus genannt und bis 2009 konnte man sie nicht klassifizieren. Sie scheinen bedrohlich und stürmisch zu sein. Aber meistens lösen sie sich sehr schnell auf, ohne einen Sturm zu erzeugen. Ein Blinzeln und du verpasst sie. Diese Wolken entstehen, wenn kollidierende Luftmassen oder turbulente Winde die Unterseiten von Wolkenschichten aufpeitschen und dabei erstaunliche Formen entstehen lassen. Also, zieh deine Winterjacke an. Wir machen uns auf den Weg in den Norden, um uns sehr ungewöhnliche Eisberge anzusehen. Denn nicht alle dieser Formationen sind einfarbig. Einige von ihnen haben verschiedenfarbige Streifen, die sich deutlich vom Weiß und Blau der Arktis abheben. Der Prozess der Entstehung dieser Streifen ist ganz einfach. Sie selbst. Wasser schmilzt und gefriert auf einem Eisberg, wobei sich Schmutz und Partikel verschiedener Mineralien auf der Oberfläche festsetzen. Dadurch entstehen mehrfarbige Streifen mit einer Vielzahl von Farben. Diese blauen Streifen entstehen, wenn das Wasser zwischen 2 Eisschichten eingeschlossen wird und so schnell gefriert, dass die Luftblasen nicht genug Zeit haben, sich zu bilden. Und wenn ein Eisberg abbricht und ins Meer fällt, können im Wasser vorhandene Algen gelbe oder grüne Streifen erzeugen. Wenn ein Gewitter dein lang ersehntes Picknick aufhält, bleib ruhig und denk daran, wie viel Glück du hast, dass es nicht der Catatumbo ist. Das längste Gewitter der Welt. Das Herz des Gewitters, das sich jedes Jahr wiederholt, liegt über dem Maracaibo-See in Venezuela. Es ragt viel höher auf als ein normales Gewitter. Dieses Naturphänomen tritt in sage und schreibe 140 bis 160 Nächte im Jahr, dauert 9 Stunden pro Tag und erzeugt 16 bis 40 Blitze pro Minute. Du hast sicher schon davon gehört, dass der Blitz nicht 2-mal am selben Ort einschlägt. Nun, der Catatumbo scheint diese Regel nicht zu kennen. Zumindest hindert sie ihn nicht daran, dass sich Jahr für Jahr am selben Ort Gewitterwolken sammeln.